nach 4 Stunden, ja, 4 Stunden, 2 Shinkansen und eine Bimmelbahn. Und jetzt stehen wir vor diesem wunderschönen großen Turm. Ja. Wir müssen unser Hotel jetzt suchen. Nicht suchen. Wir müssen zu unserem Hotel gehen. Und dann schauen wir mal, was wir mit dem restlichen Tag noch anfangen. Wir haben Line ihr Paradies gefunden. Unmengen an Dacia-Automaten. Gucken, ob wir hier was finden. Versuch mal, möglichst wenig Leute aufzunehmen. Alter, sind das viele. Zu viele haben wir nicht mal in Saxa gesehen. Auch nicht in Akihabara. Krass. Dann holen wir mal Kleingeld, ne? Aufi in den... ja, ich glaube, das ist noch nicht der Kenrakuen, aber es ist der Park zum Castle. Ich glaube, da ist eine Hochzeit. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom. Kanazawa Castle Gate. Also wir wurden jetzt schon heute zum 3. Mal, glaube ich, von einem Japaner angesprochen. Irgendwie, keine Ahnung, man sieht auch wirklich wenig Touristen, also ausländische Touristen. Und ja, netterweise so auf Englisch auch, hat uns halt erklärt oder gesagt, dass diese Mauern hier bei der Kanazawa Castle, dass davon das Mondrian Design abstammt. Ist so ein Mosaik-Fliesendesign, wenn man danach mal googelt, dann findet man das. Kanazawa Castle.
Kenroku-en, einer der drei schönsten Gärten Japans. Das Bienchen. Das ist übrigens unser Hotel. Da sind wir gerade rausgekommen. Das ist ja einfach ein Flohmarkt. Da schnückern wir jetzt mal so kurz drüber und danach geht's los. Haben wir einen freshen neuen Regenschirm. Leider ist das Wetter nicht ganz so schön, aber wir gehen jetzt zum Samurai District, da vorne. So ein bisschen Kultur. Wir fragen uns, was das für ein Laden ist, weil da sind, Häschen bei der Paarung. Ja. Video machst du, ja? Mhm.
in den Shops überall so Geschirr und was man sich da so kaufen kann. Tankhähne von oben, verrückt. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Essen. Einfach mal eine Seitengasse und einen Hotdog essen, ne? Aber ein Kanazawa-Style-Hotdog. Eine German Bakery. Deutsche Bäckerei. So, was bieten die Schönes? Ich habe noch nichts Deutsches gesehen. Kein Brezel oder so, was man jetzt erwarten würde. Aber Toast mit Rinde. Toast mit Rinde, ja. Wir gucken einfach mal rein. Line in ihrem natürlichen Lebensumgebung. Oh, was ist es? Ein Kackring oder so. Aber dann sieht Tobi das schon, was das ist, Line. Du guckst dir die Videos noch vorher nicht an. Achso, okay. Auch so lange. Ja, tut mir leid. Was ist es? Dark Industries. So, so ein Pinner. Ja. Für wen holst du das? Für deine Schwester. Ich werde gezwungen, Sailor Moon Stuff rauszuziehen hier. Das ist blau. Blau? Meinst du, es ist Sailor Merkur? Ja. Vielleicht ist es ja auch Luna. Luna wäre toll. Nee, nee, es ist Sailor Merkur. Echt? Ja. Okay. Ich will aber nicht. Natürlich. Da ist ja noch ein Tesafilm dran. Aber ich will nicht alles abmachen. Du schaffst es.
einfach so viele Mangas. Und Highlight: Hunter x Hunter Band 37. Der hat ja 2, 3, 4, 6 neue Kapitel, glaube ich, rausgebracht. Der Zeichner, der eigentlich krank war. Und es geht jetzt endlich weiter. Wäre natürlich nice, wenn man jetzt Japanisch lesen könnte. Und dann könnte man das nochmal sich das mitnehmen. Und hier ist einfach so viel, was man kennt. Wo man vielleicht mal Band 1 oder 2 bei uns gesehen hat. Und hier ist es halt einfach schon bei Band 10 oder sowas. Automaten mit Fertiggerichten. Und dann tust du sie in die Mikrowelle und gehst nach Hause. Warum gibt es bei uns sowas noch nicht? Lene, warum gibt es sowas bei uns noch nicht? Weiß ich nicht. Ich meine, das ist ja auch so viel Unterschiedliches, ne? Kommt klar. Ja, komm, du kaufst halt die Fertiggerichte aus dem Einkaufsmarktkauf und dann packst du sie dahin. Marktlücke. Tim, das machen wir.